Okay. Ich bin bereit. Und ich hoffe, ihr seid auch bereit, Freunde. Ja! Na gut, dann kommt er jetzt. Der Super Duper Lami Rückwärtssalto 3000. Let's go! Wow! Oh Mann, ey, mein Rücken. Lami, das war super toll von dir. Oh nein, Banani. Ich glaube jetzt wirklich, ich habe mir den Rücken gebrochen. Lami, du bist jetzt genauso krumm wie ich, wie eine Banane. Ja, Banani, sehr lustig. Ich bin krumm wie eine Banane. Aber sag mal, Lami, ich habe da eine Frage. Und zwar, wann machst du eigentlich das nächste Fragen- und Antworten-Video? Oh, stimmt, Banani. Du hast absolut recht. Es gibt noch einige Fragen, die ich noch beantworten muss. Und ich glaube, heute ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Deswegen, Freunde, legen wir einfach mit der ersten Frage los. Und die erste Frage kommt vom lieben Rieger. Und er fragt, wie viele Freunde hast du? Das ist eine gute Frage. Lasst mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben einmal Emily, Banani, Kira und vielleicht den Schulmobber. Wenn man gerade vom Teufel spricht, nicht wahr? Du denkst doch nicht wirklich, dass ich mit dir, Loser, befreundet bin, ne? Oh Mann, so ein Loser will ich nicht als Freund haben, sorry. Oh Mann, Schulmobber, jeder von der Lami Army weiß, dass du mich eigentlich heimlich magst, stimmt es? Lass mich mal ganz kurz überlegen. Weißt du was, Lami? Ich weiß, was stimmt, und zwar, dass ich dir die Nase breche. Au! Oh Mann, ey, musste das jetzt sein? Ja, es musste sein. Und jetzt gib mir sofort dein ganzes Taschengeld. Oh Mann, ey, lass mich in Ruhe, Schulmobba. Naja, Freunde, dann würde ich sagen, dass ich noch 156.000 andere Freunde habe. Und zwar euch, Freunde. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Jeder, der diesen Kanal abonniert hat, ist auf jeden Fall ein Freund von mir und damit auch in der Lami Army. Und kommen wir damit zur nächsten Frage. Und zwar kommt die Frage von Miriam und sie fragt, wann machst du einen Song? Oh, Leute, und das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich weiß nicht, wollt ihr alle einen Song von mir hören? Soll ich wirklich einen Song machen? Vielleicht über Brookhaven? Nein, ich habe eine bessere Idee, Lami. Mach einen Song über Bananen. Ja, bestimmt mache ich einen Song über Bananen. Aber Freunde, theoretisch könnte ja Banani mit auf diesem Song sein. Das heißt, ein Song von mir und Banani. Ja, und wir machen gemeinsam einen Song über Bananen. Ja, bestimmt. Also Freunde, falls ihr auch Lust habt auf einen Song von mir und Banani, dann schreibt einfach mal in die Kommentare Hashtag Bananensong. Da bin ich mal wirklich gespannt, wie viele diesen Song von euch wirklich wollen. Aber Freunde, kommen wir einfach mal zu der nächsten Frage. Und zwar kommt die von Lami und Emily heiße Seema. Und sie fragt, wie hast du Emily kennengelernt? Oh, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, das wollen auch einige von euch wissen. Ich würde einfach mal sagen, das seht ihr jetzt in dieser Szene, wie es ungefähr war. Also Freunde, nehmt euch Popcorn und Film ab. Hey Lami, jetzt gib es doch mal zu, du hast einen Crush auf Emily. Hey, psst, nein, das stimmt doch gar nicht, Banani. Und warum sagst du das so laut? Naja, also jeder Blindfisch sieht doch, dass du in Emily verknallt bist, Lami. Schulmama, du auch noch? Hey, hör auf, das so laut zu sagen. Emily steht doch da vorne. Naja, sie haben auf jeden Fall recht. Jeder sieht, dass du in Emily verliebt bist. Und um ehrlich zu sein, würdet ihr zwei sogar richtig gut zusammenpassen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Was sagt ihr denn alle? Guck mal, Emily, da ist schon wieder dieser Lami. Ich hab gehört, er ist verliebt in dich. Wow, ich wünschte, er wäre verliebt in mich, Emily. Du hast so ein Glück. Oh nein, das stimmt doch gar nicht. Und außerdem, er ist doch gar nicht mein Typ. Ach, Emily, jetzt tu doch nicht so. Wir wissen auch, dass du einen Crush auf ihn hast. Ja, das merkt man wirklich. Nein, aber das stimmt doch gar nicht. Was redet ihr denn da? Weißt du was, Lami? Ich helfe dir jetzt sogar einfach mal. So, komm mal her. Oh, hey,
Papa, was machst du da? Lass mich endlich los! Ich soll dich loslassen? Na, liebend gern und guten Flug, Lami! Autsch, hi! Na, guck dir das mal an! Wer da angeflogen ist, Emily! Oh, Emily, du hast so ein Glück! Aber ich glaube, Kira, wir sollten mal verschwinden und die zwei alleine lassen! Nein, nein, nein! Bitte lass mich nicht alleine! Oh doch, bye, Emily! Emily, Ja, Lami, hi! Oh Mann, ey, sag mal, hast du vielleicht Lust, mit mir auf ein Date zu gehen? Oh mein Gott, ja! Ich meine natürlich, ja, vielleicht. Was jetzt im Ernst? Okay, na dann, sehen wir uns später. Ciao! Bis später, ciao! Oh Mann, ey, alles nur wegen dir, Schulmama! Ich habe ein Date mit Emily. Ja, genau. Und das alles nur wegen mir. Du solltest dich mal bedanken und mir 5000 Robux geben. Oh Mann, ist ja gut. Dankeschön, Schulmobber. Das hat wirklich überraschenderweise gut geklappt. Ja, ungefähr so war das. Und dann hatten Emily und ich ein Date und seitdem sind wir zusammen. Aber ich würde sagen, wir kommen einfach mal zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von dem lieben Bla und er fragt, was hast du für Haustiere? Und Freunde, vielleicht wissen das schon einige von euch. Und zwar habe ich eine Katze. Und Freunde, ich liebe meine Katze wirklich über alles. Das ist die süßeste Katze, die es überhaupt nur gibt. Und ich würde einfach mal sagen, ihr seht jetzt mal ein kleines Video von meiner Katze. Freunde, ihr seht hier meine kleine Katze. Das ist sie nicht süß? Aber das ist keine die, das ist ein der, Freunde. Das ist ein kleiner Junge und das ist mein kleines Baby. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Katze findet oder ein Herz in meine Katze reinschreiben. Ja, das war meine Katze und jetzt eine Frage an euch. Habt ihr eigentlich Haustiere? Wenn ja, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich mega interessieren. Ich glaube, es gibt nämlich auch bei der Lami Army viele, die auch richtig, richtig viele Tiere zu Hause haben. Zum Beispiel mehrere Katzen und dann noch ein Hund und vielleicht noch ein Papagei oder sowas. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage kommt von Dumme Ente LOL. Und er fragt, was war das Peinlichste, was dir jemals passiert ist? Oh Mann, und da weiß ich noch ganz genau, was das ist. Und Freunde, ich würde sagen, ihr seht jetzt einfach mal eine kleine Szene, wie das ungefähr abgelaufen ist. Und ja, das war ziemlich peinlich. Was? Oh Mist, ich bin schon wieder beim Unterricht eingeschlafen. Moment mal, ich muss schnell zum Bus, sonst verpasse ich ihn. Oh, da vorne ist er. Na los. Oh Mist, mir ist die Hose runtergerutscht. Und den Bus habe ich jetzt auch verpasst. Na, guckt euch den mal an. Der hat sich wirklich hingelegt. Oh Mann, und guckt euch mal seine Unterhose an. Das sah wirklich lustig aus, Lami. Oh Mann, ey, das ist so peinlich. Ich muss nach Hause. Ja, ungefähr so war's, Freunde. Ich bin dem Bus hinterhergerannt. Die Hose ist mir runtergerutscht. Und alle haben mich an der Bushaltestelle halbnackt gesehen. Das war sehr peinlich, Freunde. Aber naja, kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Und die Frage kommt von dem lieben Ericsson. Und er schreibt, kannst du mal deinen YouTube-Play-Button zeigen? Oh, und das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn, Freunde, ich habe ja den YouTube-Play-Button und den habe ich extra noch nicht geöffnet, damit wir ihn zusammen auspacken können. Deswegen, Freunde, let's go! Okay, Freunde, und hier sind wir auch schon. Hier ist der Karton von dem YouTube-Play-Button. Wie gesagt, ich habe das Ganze noch nicht aufgemacht und wir machen das jetzt zum allerersten Mal. So, man macht das einmal hier auf und dann haben wir... erstmal gar nichts hier. Okay, dann haben wir hier einen Zettel, wo drauf steht, Lami Salami, du bist der Coolste, okay, vielen Dank. Und Freunde, hier ist der ganze Play-Button. Ich muss nur vorsichtig sein, sonst sieht man mich in der Spiegelung. Ich weiß, das wollt ihr alle, aber ihr müsst da noch ein kleines bisschen Geduld haben. Okay, und da
ist das Ganze. Hier steht es nochmal, Freunde. Lami, 100.000 Abonnenten. Also nochmal vielen, vielen Dank, Freunde. Und ich glaube, Freunde, man sieht mich jetzt ein kleines bisschen in der Spiegelung. Also, Freunde, hier seht ihr mich einfach nochmal. Und nochmal vielen, vielen Dank an jeden, der diesen Kanal abonniert hat. Ohne euch wäre das natürlich niemals möglich gewesen. Und ich weiß, Freunde, jeder von euch möchte gerade, dass ich diese Maske abziehe. Und das machen wir jetzt einfach mal. Und Freunde, hier bin ich, Freunde. Zwar ohne Maske, aber mit einem Lami-Kopffilter. Und ich würde einfach mal sagen, Freunde, wir beantworten jetzt noch ein paar Fragen. Und zwar, die erste Frage ist vom lieben Ezo. Und er schreibt, wie alt bist du, Lami? Ich glaube, Freunde, das wollen auf jeden Fall ganz, ganz viele von euch wissen. Ich habe diese Frage sehr, sehr oft gelesen. Und ich sage euch nur eins, Freunde. Diese Frage hat auch Emily schon in ihrem Video beantwortet. Also, wie alt Emily ist. Falls ihr wollt, dann könnt ihr das noch gerne bei ihrem Kanal abchecken. Dann wisst ihr auch, wie alt Emily ist. Aber Freunde, ich sage euch jetzt erstmal, ich werde immer jünger geschätzt, weil ich etwas jünger aussehe. Aber ich bin 21 Jahre alt. Ihr könnt ja jetzt nochmal in die Kommentare schreiben, wie alt habt ihr mich eigentlich geschätzt? Und ja, jetzt wisst ihr es, ich bin 21 Jahre alt. Und Freunde, ich würde sagen, bevor wir zur nächsten Frage kommen, gibt es erstmal eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar, Freunde, geht es ganz genau um meinen Merch. Freunde, ihr wisst es, das ist der coolste Merch auf der ganzen Welt. Und Freunde, ihr wisst ja, bald ist Weihnachten. Und falls ihr noch nicht wisst, was ihr euch zu Weihnachten wünschen wollt, dann könnt ihr euch ja gerne den Merch wünschen. Und passend zu Weihnachten, Freunde, haben wir was richtig, richtig Cooles gemacht. Und zwar, Freunde, gibt es ab jetzt einen Lami Adventskalender für die Weihnachtszeit. Und ihr seht jetzt einfach mal das Motiv von dem Adventskalender. Also da gibt es Banani, Emily, Kira und auch den Schulmobber. Ich bin natürlich auch dabei und Freunde, hinter jeder Tür von dem Adventskalender befindet sich Schokolade. Also Freunde, falls ihr euch den Merch oder den Adventskalender bestellen wollt, dann sind die Links dazu in der Videobeschreibung. Und Freunde, ich würde sagen, jetzt geht es weiter mit der nächsten Frage. Und die Frage kommt von der lieben Julia und sie fragt, wie kommt man in die Lami Army? Freunde, ihr müsst nichts anderes tun, als einfach den Kanal zu abonnieren. Das war's. Am besten ihr aktiviert noch die Glocke, weil dann verpasst ihr keine Videos. Und die krassesten Leute aus der Lami Army liken natürlich auch jedes Video. Und die nächste Frage kommt von dem lieben Florian und er schreibt, kann man einen Katzendöner in deinem Merch-Shop kaufen? Wenn ja, wie viel kostet der? Ich habe Hunger. Was? Ist ja auch egal, Freunde. Wir kommen zur nächsten Frage. Und die kommt von dem lieben Mr. E. Und er fragt, wie bin ich dazu gekommen, mit YouTube anzufangen? Und da kann ich einfach nur sagen, Freunde, ich habe es schon immer geliebt, Spiele zu spielen. Videospiele, Computerspiele oder auf der Konsole. Also ich liebe Videospiele. Und ich liebe es auch, Spiele aufzunehmen oder zu kommentieren. Und ja, ich liebe es einfach, Videos zu machen, Freunde. So viel dazu, aber kommen wir auf jeden Fall zu der nächsten Frage. Und zwar ist die Frage von der lieben Xenia. Und sie fragt die meistgestellteste Frage in den ganzen Kommentaren. Und zwar, Lami, wann wirst du dich zeigen? Und die Frage habe ich ja schon im letzten Frage- und Antworten-Video beantwortet. Da habe ich ja gesagt, ich fühle mich noch nicht bereit. Und das hat sich noch nicht geändert, Freunde. Ich kann einfach noch nicht sagen, wann ich mich zeigen werde, vielleicht bei 200.000 Abonnenten, vielleicht bei 300.000 Abonnenten, wer weiß, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mich einfach verstehen und ihr nehmt mir das nicht allzu böse. Ich denke aber trotzdem, dass ich mich irgendwann auf jeden Fall zeigen werde. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das war's jetzt mit mir und wir hüpfen jetzt einfach nochmal zurück in Brookhaven. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit dem Fragen- und Antworten-Video. Und Freunde, falls ihr noch eine Frage habt, die ich noch nicht beantwortet habe, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und Freunde, es würde mich super doll freuen, wenn wir bei diesem Video wirklich die 10.000 Daumen nach oben schaffen. Deswegen, Leute, lasst alle einen Daumen nach oben da und abonniert unbedingt diesen Kanal, damit wir nächstes Jahr die 200.000 Abonnenten schaffen. Das wird mich so, so glücklich machen. Und jetzt, Freunde, könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Die sind auch mega, mega cool geworden. Ansonsten, Freunde, sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder. Und ciao!